meiste Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Muss ich kurz mal gucken, welche Note. Das ist ein E. Jetzt gehe ich hier auf E. Jetzt triggere ich das Ding quasi. Genau. Indem ich ihm hier sage, welche Note das ist, triggert er automatisch auf die Note. So. Wenn ich jetzt eine zweite Wellenform dazu mache, wenn ich jetzt hier einen zweiten Oszillator aufdrehe, der eine andere Frequenz hat, da kriege ich eine Mischwellenform. Aha. Ja. Machen wir einen dritten dazu. Den machen wir von mir aus höher. Mhm. Und wenn du so ein Oszillbild hast, dann siehst du gar nichts mehr. Und was jetzt der Spektrumanalyzer für dich macht, der zeigt dir, welche Frequenz ist mit welcher Intensität vorhanden. Das ist schon alles. Was? Ja. Ich kann jetzt hier ablesen, ich habe jetzt hier ein F, der zeigt mir hier oben, zeigt dann den Notenwert an. Jetzt kann ich hier ablesen, okay, hier habe ich ein F. Mhm. Hier habe ich ein E. Und da spiele ich offensichtlich ein E, aber 2 Oktaven höher. So. Das macht der Spektrumanalyzer. Das ist schon der ganze Trick. Wenn ich jetzt hier irgendwie rumspiele, wenn du jetzt von mir aus an deinem Joule-Tief irgendwie einen Eisenkern raus oder rein ziehst und du änderst hier die Wellenform, dann siehst du das direkt im Spektrumanalyzer, was du machst, wie die Frequenzen sich ändern. Ja, aber war das nicht in Outer City, war das dann nicht so ein rotes Bild, total zerschmiert? So, hier ist das Signal jetzt. Das habe ich gerade im Foti gemacht und jetzt muss hier irgendwo Analyse wahrscheinlich. Frequenzanalyse. Der zeigt im Prinzip jetzt hier das gleiche an, weil ist das jetzt hier linear heute. Ich glaube, das war ein Audition. Logarithmische Darstellung. Das würde Audacity anzeigen. Das ist halt nicht sehr genau. Warte mal, wir müssen das ein bisschen genauer machen. So, jetzt siehst du hier auch diese drei Spitzen, die wir eben hatten. Das gleiche kannst du auch mit Adobe Audition machen. Ja, aber da war das eher so wie ein Bild, wo nur rot waren, verschiedene Rotfarben. Hier haben wir jetzt genau das gleiche, nur in Audition. Da siehst du dann auch diese drei. Kannst du auch analysieren. Hm. Welche Frequenz ist hier wie laut vertreten? Ja, da bringe ich gerade was durcheinander. Ah, cool, krass. Und was du meintest mit nur rot, das wäre dann hier wahrscheinlich ein Equalizer gewesen, warte. Na, wie ein Bild mit rot verschmierter Farbe. Komplett. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß schon. Und da hast du... Ja. Ach so. Das ist praktisch eine ähnliche Darstellung wie der Span. Ja. Nur halt hier als Spektrallinien jetzt. Ah, Spektrum-Analyzer ist das dann, oder? Ja, genau, ne? Ja, steht hier auch Spektrum. Hm. Das ist halt der Riesenvorteil, den der FFT, der Fast Fourier Transform Spektrum Analyzer, dir bietet, dass du sehen kannst, welche Frequenz ist da und wie laut ist die, was du aus dem Oszi-Bild nie rauslesen kannst. Ach, das ist die Fourier-Reihe? Das ist Fast Fourier Transformation, ja, der FFT. Da habe ich mir so schon ein paar Videos angeguckt. Ja, das hier ist fast Fourier-Transformation. FFT. Ja, geil, Digga. Naja, da können wir da mal ein bisschen genauer reingucken, was da los ist. Schön. Ja, und wenn du nur Ostsee-Bild hast, dann siehst du halt nur irgendwie so eine komische Wellenform, wo ganz viel Party ist, wo ganz viel los ist. Ja. Aber du kannst im Endeffekt nichts damit anfangen. Ja. Sehr gut, top. Können wir noch ein, können
Sägezahn mit reinschmeißen zur Belustigung. So, dann machen wir hier noch einen Sägezahn. So, damit es schön ätzend ist, machen wir einen Sägezahn mit rein. Jetzt guck dir das scheiß Ostsee-Bild an, was willst du denn da noch sehen? Nix. Na, da guckst du aufs Ostsee und sagst, Mann, da ist aber Party. Und dann guckst du auf deine FFT und sagst, oh, wir haben Oberwellen, wir haben... Und dann kannst du hier die... Dann kannst du hier gucken, wie sind die Abstände, und dann weißt du, ob das gradzahlige oder ungradzahlige harmonisch sind, ob das Klärfaktor zweiter oder dritter Ordnung ist. Cool. Also eine Schoten. Also ein FFT-Analyzer, ein Spektrum-Analyzer, damit lernst du in Raketengeschwindigkeit. Was du hier niemals auslesen kannst, ja. Da guckst du hier einmal hin und sagst, ach ja, 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 ist ja klar. Geil. Ich muss das Ostsee mal anschließen, Digga. Scheiße. Das habe ich gesagt, das ist ein E. Jo. So. Sinus kennst du, weißt du, wie er aussieht. Hm. Alter Kaffee. Du weißt auch, wie eine Dreieckswelle aussieht. Hm. Und du weißt auch, wie ein Sägezahn aussieht. Hm. Was du nicht weißt, ist, dass du am Hand vom Spektrumanalyzer sagen kannst, was für eine Art von Wellenform du vor dir hast. Mhm. Ohne dass du jetzt hier die Wellenform siehst. Nehmen wir nochmal Sinus. Mhm. Sinus hat nur eine Spitze, ist klar. Mhm. Wenn du jetzt die Verhältnisse kennst und abzählst, an welchen Frequenzen die hier auftreten, kannst du anhand der Verteilung der Oberwellen sagen, dass das ein Dreieck ist. Ach so. Cool. Weil jede Wellenform hat ihr eigenes Oberwellenspektrum. Ach so. Okay. Siehst du, jetzt habe ich hier Rechteck, hat andere Oberwellen, als wenn ich auf Dreieck schalte. Da kommen andere Spitzen hoch. Ja. Und dann, du kannst anhand des Verhältnisses, in welchen Abständen zu der Grundwelle die Oberwellen auftreten, kannst du sagen, dass das ein Rechteck ist, obwohl du das Ostseebild nicht siehst. Cool. E-Bild, Jungs? Auch da kann einem der Spektrumanalyzer weiterhelfen. Wenn du jetzt das Oberwellenspektrum von einem Rechteck kennst, und du weißt, hier zum Beispiel ist ein großer Abstand. Von da nach da ist ein großer Abstand. Ja. Wenn ich das Dreieck einschalte, hier einen Sägezahn einschalte, dann kommt in der Mitte noch eine Welle hoch. Ja. Wenn die Welle fehlt, dann weißt du, es muss ein Rechteck sein. Beispielsweise. Ja. Das ist eine Sache, die kommt wahrscheinlich mit Zeit und Erfahrung dann.